Flussangeln vom Ufer ist meine zanderanglerische DNA, besonders wenn es ums Spinnfischen geht. Und die schöne Elbe spielt dabei für mich seit 2001 eine zentrale Rolle. Ein Aufstöbern geht jetzt hier. Wie kommt es dazu, dass jemand wie ich, der im Erzgebirge relativ groß geworden ist, so ein Faible für das Zanderangeln an der Elbe entwickelt? Die sieht nicht schlecht aus da unten. Vorm Eingang der Außenkurve, schön mitteltief. Es war so, dass ich schon immer weitere Strecken fahren musste und auch damals als Fischereischein-Neuling mit 14, 15 mitgenommen wurde von ein paar Jungs aus meinem Ort. Die haben an Baggerseen geangelt und daneben floss die Elbe entlang. Da gab es natürlich Zander und ich war scharf auf Zander. Und deswegen bin ich da losgerannt mit noch viel zu weichen Spinnrute, Monoschnur und Zwistern tatsächlich. Und habe dann angefangen dort mit weißen Zwister, nicht nur an den Baggerseen, aber auch an der Elbe dort in der Nähe, meine ersten Kontakte mit dem Fluss, und das waren meistens Steinkontakte, aufzunehmen. Und so habe ich das Spinnfischen so richtig gelernt und verinnerlicht mit dem Bodenkontakt, ne, weil die Strömung, die muss man lesen, die muss man beherrschen, die muss man anschneiden. Und das kam schon mit dem Forellenangeln früher, ne, im Fluss. Da ist es eigentlich ähnlich, ne, und so war mir das jetzt nicht völlig fremd, das Flussangeln, und hat mich von Anfang an in den Bann gezogen. Schöner Sturm heute hier im Norden. Ein bisschen mehr konzentrieren auf die Köderkontakte, aber ist alles machbar. Fisch! Yes! Und eingeschippt! Ja, sauber! Wirklich mal einer der kleineren Sorte. Das sind gar nicht so häufig, die kleinen hier. Auch bei Windstärke ja, also bestimmt 40 km/h heute hier drauf. Schön pariert und Kontakt gehabt zum Köder. Ein bisschen Fischpflege machen. Und dann lassen wir wieder laufen, ne? Es sind Plätze, die gibt's, da liegen immer wieder Fische. Musste aber hinlatschen, musste wollen. Deswegen guter Spotfundus auch wichtig. Obwohl ich eigentlich auf jeder Strecke, auf jedem Abschnitt, wo ich bis jetzt gefischt habe, auch Zander gefunden habe. Aber nicht jeder Platz liefert, das ist tatsächlich so. Das ist so eine kurze Steinbuhne, die hinten auch mit Deckwerk ausgelegt ist. Und die geht steil runter in der Ecke und dreht hier auf der Gleitseite. Also da kommt der ganze Rückstrom hinten rein und schwallt. Und die angel ich am liebsten von hinten raus. Und das sind Plätze, wo gern mal ein großer drin liegt. Angel ich schön mit hoher Rute durch den Wirbel hier, der in der Ecke dreht. Klappt nicht immer mit dem großen, ne? Manchmal hat man Glück, man fischt den Platz an, liegt einer drin, der drauf tackert. Hier kann man aber auch sehr viel Zeit verbringen. Weil irgendwann wird einer reingeschoben hier. Das ist dann so ein exponierter Platz, so ein typischer, den ich sehr gern von hinten raus beangeln und gar nicht so auf die Buhne drauf gehe. Die Elbe ist ein langer Strom und ich habe sie schon vom Kilometer 13, ja, da habe ich mir gemerkt, das Kilometerschild, bis hoch hinter Wedel, ja, also nach dem Hamburger Hafen, ne, Elbe und Flut, wo es dann schon in den Schlauch geht, auf Zander beangelt. Aber nicht jede Buhne oder jede Kurve. Aber jedes Jahr kommen neue Strecken dazu, weil ich mir immer wieder neue Strecken raussuche und die erforsche, erkunde und immer wieder was Neues brauche. Und der Fluss gibt so viel her, dass das für ein Anglerleben reicht. Habe ich den auch kennengelernt, den Kopf. Stand jetzt gerade keiner drin, aber habe ja noch genug. Auch so ein kleines, flaches Köpfchen hier vorne. Da setze ich ihn mal schön in die Hauptströmung. Hier blüht der Schnittlauch. In voller Pracht. Kannst du zu deinem Küchenzander gleich mitnehmen. Oh, der hat Dampf. Geil. Elbzander bedeutet Beinarbeit. Stock und Stein, kilometerlange Wiesen, Brennnesselwände, Schilfbänke. Hier kannst du es dir so richtig geben. Und wenn vorher noch ein Hochwasser im Schilf stand, siehst du danach, wenn es zurückgegangen ist, richtig schön zerschmoddert aus.
Ich habe noch nie einen Schrittzähler dabei gehabt, aber es gibt Ad-Tage, da komme ich abends völlig fertig vom Fluss runter, also wieder nach Hause oder wo ich halt schlafe, bin richtig erledigt, aber auch geerdet. Weil dieses Auspowern, dieses Strecke machen von Buhne zu Buhne, Tasche hin, Tasche wieder runter, über die Steine laufen, auf den Steinen stehen den ganzen Tag, ne? Aber dieses Strecke machen, sich durchschlagen von einer Buhne zur nächsten oder von einem Spot zum nächsten, müssen nicht immer Buhnen sein, fordert so viel Energie und Kraft, powert dich aus, aber auch auf eine Art und Weise, dass du glücklich darüber bist. Also ich bin nach so einem Elbtag total zufrieden, bin geerdet, auch kaputt, unabhängig von den Fängen. Und mir ist dann auch ziemlich egal, was dann der Rest, was so um einen rum war, was einen vielleicht belastet oder ein bisschen bedrückt oder beschäftigt. Ne? Das fällt alles so ein bisschen ab. Du bist geerdet, genutet und du siehst die Dinge dann vielleicht auch ein bisschen gelassener, weil der Fluss das auf dich ausstrahlt. Beinarbeit, das Kilometer machen für so einen Zander ist okay, gehört auch irgendwie dazu zum Elbangeln für mich. Aber in gewissen Gebieten hat sich das extrem verschärft, dass man mehr Kilometer machen muss, als man eigentlich, ja, als eigentlich notwendig wäre. Wenn man nämlich überhaupt den Stock, den Stein, die Schilfbank, die Brennnesselwand überhaupt erstmal zu erreichen, dass man dann schon fertig ist, weil man nicht mehr reinfahren darf. Man darf das Auto Kilometer weit weg erst irgendwo hinstellen und darf gar nicht mehr sich dem Fluss so richtig nähern. Solche Gebiete gibt's und das beobachte ich mit Sorge. Da stecken auch Ideologien dahinter von wenigen, die viel zu sagen haben in dem Bereich. Und das betrachte ich schon mit Sorge. Und um halt keine Strafe zu zahlen oder Ärger zu bekommen, nehme ich halt in vielen Gebieten mittlerweile das Boot als Wassertaxi. Schön die Premium-Robumme, die drillt sich so schön, Leute, da könnt ihr euch freuen. Yes! Oh, yes! Jawohl! Oh, der hat richtig Gas gegeben im warmen Wasser. Ein schöner. Genick-Drillingsmontage hat ihn auch sauber angenagelt hinten. Lässt sich sauber lösen, die Montage. Einfach schön. Boing. Schöner Küchenfisch auch. Der geht auch mit, glaube ich. Ja. Das war ein Biss. Abgesetzt den Köder am Grund, angestartet und in der ersten Sinkphase, pff, da hat es richtig den Bogen, den der Wind noch drin hatte, auf Distanz so richtig stramm gelummert. So müssen Zanderbisse sein. Einfach herrlich, vom Boot aus in dem Winkel das anzuangeln. Ne? Obwohl ich vom Ufer aus effektiver unterwegs bin, weil ich dann schön vorne ran angeln kann, ne? Und das gründlicher ausangeln. Rein anglerisch betrachtet, fange ich vom Ufer besser als vom Boot. Also nicht denken, dass man durch das Boot jetzt mehr Fische fängt. Ich bin einfach freier, ich bin flexibler, mein Auto steht sicher und ich komme an meine Uferstrecken, die ich angeln will, trotzdem noch ran. Und zwar sehr komfortabel. Ich steige dann einfach aus, fische meine Stellen vom Ufer aus ab, weil ich die auch viel präziser und sauberer von Land aus angle als vom Boot. Vom Boot lasse ich echt viele Fische liegen, weil ich nicht mit dem Köder schön langsam vorne reinsinken angeln kann, wo sie ganz oft auch stehen. Und das ist ziemlich, ziemlich dicht dran. Ich habe mit dem Boot den Köder viel zu schnell aus dem heißen Bereich rausgeangelt. Vom Boot schaffe ich natürlich viel mehr Buhnen, viel mehr Stellen. Und kann mir dann auch schneller einen aufstöbern. Aber ich lasse auch viele Fische liegen. Du widmest einer Buhne vom Ufer auch viel mehr Zeit und angelst die gründlicher aus, wenn du dich erstmal durchschlagen musstest. Dann haust du nicht nach 10 Minuten wieder ab. Ne? Vom Boot ist man oft ein bisschen versucht, zu liederlich zu angeln. Ne? Und da gehöre ich auch dazu. Bootsangeln ist Altherrenangeln. Das ist entspannt, da schwitzt man sich nicht kaputt, ne? Und kann das entspannt anfahren, sich schön positionieren. Hat auch einen Reiz. Und macht mir tatsächlich auch Spaß. Hat getockt.
Ein geiler Zander. Leute, das ist er. Was für ein schönes Elbbrett. Yes. Vorm flachen Buhlenkopf weggestippt. Oh, geil. Oh, da ist locker eine 7 von dran. Ganz locker. Herrlich. Knack. Herrlich. Dieser Beitrag hier, so im Dokumentationsstil, ist nicht dazu da, um jetzt viele Fische zu zeigen. Also ich habe schon sehr viele Videos hier produziert, viele kennen das, auch sehr viele schöne große Zander auch gefangen. Ich fühle mich hier wohl an dem Fluss, habe sogar die Fisch- und Fang-Profiliga, das Finale mit Dietmar Isaias damals hier, die Elbe gewählt, auch hier gefischt und beim ersten Wurf einen 92er Zander drauf bekommen. Das sind so Sachen, die passieren, wenn man einen guten Mojo mit dem Fluss hat, glaube ich. Und das ist alles so legendäres Zeug. Und hier will ich einfach mal darüber sprechen, die Bilder sprechen lassen, einfach mal zeigen, wie ich das so mache, was man so erwartet. Und es ist jetzt hier kein Fisch auf Fisch auf Fisch, chronologisch Angeltag begleitend. Nee, einfach mal eine Hommage an diesen tollen Fluss. Auch wenn viele, wenn sie Elbe hören, denken, ja, da gibt es genug Zander, da kann jeder fangen. Die Elbe hat einen guten Zanderbestand, aber er kommt nicht in Mengen auf. Also das ist kein sehr dichter Zanderbestand, weil die Elbe ist ein sehr flacher Fluss, reagiert auch schnell auf Lichteinfall und auch nicht jedes Jahr sind die Bedingungen so gut, dass die Zanderbrut auch in guten Mengen aufkommt. Das sorgt aber dafür, dass ich nicht viele kleine Zander habe, sondern eher wenige, dafür bessere Fische. Oder weniger, aber bessere Fische. Der Durchschnittszander ist hier schon recht gut. Ne, größer als an anderen Zanderrevieren, wo man halt am Tag auch mehrere Fische fangen kann, aber dann viele kleinere dabei hat. Aber das macht den Reiz aus, aber es verlangt dir sehr viel Ausdauer ab, sich diesen Fisch zu erarbeiten. Und ich sage so, aus meiner Erfahrung im Schnitt, pro Angeltag und Angler hat man so 1 bis 3 Kontakte zum Zander. Ein sehr guter Tag, da fängst du auch mal 5. Das kann man mit viel Fleiß und wenn die Bedingungen stimmen, auch mal erreichen. Aber es ist nicht die Regel. 1 bis 3 Kontakte zum Zander pro Tag und Angler. Und das heißt Ausdauer und genau wissen, was du machst. Fisch! Yeah! Voll drin! Yes! Uhuhuhu. Yes! Ein kleiner Frechdachs aus der Stromkante gezubbelt. Schwupp. Schnell zurück. Ja, ich will mal zur Elbe. Wo soll ich denn da hin? Und ich sage immer, in jeder Flusskurve gibt es potenzielle Zanderplätze und auch Zander. Es ist egal, ob du in Sachsen bist oder kurz vor Hamburg. Du musst lernen, den Fluss zu lesen und ihn zu befischen. Ja, Fahrrinnenwechsel, Übergang Innenkurve zu Außenkurve, scharfe Prallwasser auf Außenkurvenbuhnen zum Beispiel, Leitbuhne, das sind alles solche Sachen, die da eine Rolle spielen. Und zu jedem Pegel funktionieren andere Plätze. Und sich da durchzufischen und den Fluss lesen zu lernen, weil du kannst ihn ja zum Glück mit den Augen und mit dem Köder lesen, ist eine Sache, die den besonderen Reiz hier ausmacht. Aber ich habe auch viele Leute, die auch in der Elbe wohnen und sagen, ich habe Schwierigkeiten, Zander zu fangen. Und die betreue ich dann natürlich im Zander-Coaching und dann arbeiten wir genau das auf. Aber oftmals sind das auch Sachen in der Köderführung, in den Ködergewichten, die dann eine Rolle spielen, nicht nur die Stellen. Weil wenn die Zander da sind, das ist ja das eine, du musst sie aber auch gut befischen können. Und das kommt wieder jetzt zusammen, ne? Dass man den Zander trotz Flusslesen dann auch mit dem Köder anspricht, indem man die Köderführung so drauf anpasst. Aber es gibt in jedem Gebiet gute Plätze zu bestimmten Zeiten und du musst dem Zander auch hier hinterher angeln. Also eine Stelle, wo immer Zander sind, die gibt es nicht, es sei denn, die Bedingungen sind immer gleich. Dann haut das schon hin, dann parken auch Zander immer wieder an den gleichen Plätzen. Wenn die Bedingung aber anders ist, zum Beispiel ein leichtes, erhöhtes Wasser,
dann funktioniert der Platz natürlich nicht. Ne? Dann gehen wieder andere. Und das macht auch so einen Reiz aus, dass dieser Fluss so vielseitig ist, dass man das gar nicht bewältigen kann. Aber wenn man es lesen kann und ein Gefühl für die Elbe bekommen hat, dann liebt man diesen Strom. Und da ich in den letzten Jahren ab und zu mit dem Boot unterwegs bin, als Wassertaxi, schlafe ich auch manchmal an der Elbe und habe mein Zelt dabei. Hier haben wir das mal verlinkt. Hier oben diese Flusswanderung, da wurde auch schon mal eine Dokumentation hier an der Elbe produziert. Ich habe das Zelt dabei. Ich habe meinen Gaskocher dabei. Eine kleine Pfanne. Und dort lege ich dann meinen Zander, Fang des Tages, ja, Catch of the Day, lege ich mir dann schön da rein, würze mir den, sitze dann da und habe dann so richtig Zeit, diesen Fluss, auch die Abendstimmung hier, die so toll ist, auf mich wirken zu lassen. Habe dann noch mal eine Ansitzroute drin, ne? Da ist auch für den einen oder anderen Aal oder Zander gut. Und was ich dann aber auch noch mache, ist zur Dämmerung, wenn ich nicht nach Hause fahren muss oder in die Pension, langen Weg zurück irgendwie, noch mal mit dem Wobbler los. Dann gehe ich an diesen steilen, schroffen Rückströmungssteinschüttungen, gerade auch auf den Prallseiten, sehr gerne noch ein bisschen lang und stöber mir dann noch einen Zander auf, der dann sehr aktiv wird. Und das ist alles so in dieser grauen Stunde, ne, die dann so magisch ist. Ne? An diesem Fluss besonders magisch, habe ich das Gefühl. Und das ist einfach so ein Ding. Ich darf als Wasserwanderer hier an der Elbe, ist auch eine Besonderheit, zelten. Wenn ich das Boot dabei habe, darf ich sogar zelten mit Boden drin. Also es ist keine bodenlose Frechheit, sondern ich kann das offiziell machen und mache das auch ab und zu. Vor allen Dingen in dieser frühsommerlichen Phase. Boah, beim Rauskurbeln, Alter. Ja, manchmal passiert's noch. Elbhecht. Klar gibt's in der Elbe auch Hechte. Kriege ich aber immer in Phasen, wenn das Wasser recht sauber ist. Auf die Spinnrute. Wenn es trüb ist, das Wasser. Hier mit sowas wie Reaktor. Knallige Farbe. Dann aber auch Stahl dran, ne? Wie jetzt gerade. Knapp gehakt. Trotzdem ist Stahl dann gut. Ne? Aber in dem Moment, wenn die Elbe mal sehr trüb ist, habe ich eigentlich auf der Spinnrute so gut wie keine Hechte. Jetzt ist es gerade ein bisschen sichtiger und habe auch Stahl dran deswegen. Ist auch streckenabhängig. Lass mal schnell laufen. Weil wenn es warm ist, dann hat man eigentlich keine Zeit. Hechte ist da empfindlich. Gibt Phasen bei niedrigem Pegel oder auch dann Herbst, Winter, ne, dass sich auch gezieltes Hechtangeln richtig lohnt. Und hier gibt es richtige Maschinen und Granaten. Kann man auch durch flache Buhnen einfach durchkurbeln, große Köder und dann so eine Crocodile-Dundee-Tour machen hier durchs Gemüse. Gezielt auf Hecht, ne? Geht auch. Aber jetzt, in der Phase, wie jetzt gerade das Wasser ist, ist es selten, dass man ein Hecht auf der Spinnrute hat. Weil sie nichts sehen. Weil oft von Buhnen die Rede ist. Auf jedem Abschnitt der Elbe sind die Buhnen unterschiedlich. Die haben ganz verschiedene Charaktere. Es gibt die kurze Steinbuhne, die innen drin scharf strömt. Dann gibt es eine weitläufige, große Sandbuhne, ne, wo der Kopf interessant ist. Dann gibt es die, wo die Stromkante interessant ist. Und auch die Buhnen, wo ich die Zander mir aus dem Hauptstrom rausstippe. Also dort, wo der Buhnenkopf unter Wasser im Fluss weitergeht, sich fortsetzt. Und ich die dann mit dem Hähnelwurf, so nennen das viele, rausstippe. Das erfordert sehr viel Übung und Konzentration. Und deswegen ist Buhnangeln nicht immer gleich. Also man geht nicht immer auf den Kopf und macht pfiuh, sondern Buhnangeln ist viel Schlenzen, kurze Würfe, auch mal von hinten raus, dann einmal diesen Stromwurf machen. Dann aber auch die Buhnen mit den langen Würfen, wo man auf diesen großen Schwallangel, der in der Mitte der Buhne ist, wo sich eine Sandbank auftut, ne, und dort das Wasser hochschwallt, auch gern die Zander dran stehen. Also es gibt so eine große Vielfalt und so viel zu entdecken. Und während man sich durchschlägt zur Buhne vor, kann man es schon gar nicht erwarten. Ne? Wie sieht es da aus? Ich will dann gucken, wie dreht das Wasser. Ne? Ich gucke mir ja vorher schon die Lage im Fluss an, ne, und kann das Wasser ja gut lesen. Aber wenn man dann vor Ort ist, gerade wenn ich eine neue Strecke erkunde, dann so den ersten Blick drauf zu werfen, ne? Wo drückt das Wasser hoch, wo schwallt so ein Pilz, ne? Wie scharf ist die Rückströmung von, und da hält es schon gar nicht aus, dann reinzuschlenzen. Also das ist einfach genial, auch so eine Art Belohnung und einfach die Strecke zur nächsten Buhne auf sich zu nehmen, um einfach zu sehen, was erwartet mich hier, denn jede Buhne ist ein bisschen anders. Und wenn ich dann eine Buhne mit einem scharfen Prallwasser habe zum Beispiel, die richtig schön schwallt und strömt, wo ich mir denke, da muss doch einer drin liegen, dann höre ich nicht auf, reinzuschlenzen. Ich kann da nicht aufhören, das ist wie meditieren.
Es hat irgendwas Meditatives, da ständig den Köder aufs Neue, obwohl das ja schon fünfmal abgeangelt ist, reinzuschlenzen. Aber so eine Stelle ist niemals abgeangelt. Da, wo ein exponierter Platz ist, wo die Strömung besonders gut arbeitet, ist nie abgeangelt. Also ich habe schon, vor allen Dingen, das war der Schlüssel zu den Großzandern, stundenlang so einen Platz ausgeangelt und den Köder immer wieder durch die fast gleiche Bahn geschickt. Und irgendwann, weil du weißt, das ist so ein Platz für einen guten Fisch, irgendwann ist er da oder hat Beißphase, wie auch immer, auf jeden Fall irgendwann tockt's. So 10, 20 Minuten pro Buhne fische ich meistens, wenn ich Strecke mache, also wenn ich auf dem Standfisch angel. Auf einem exponierten Platz, der was Besonderes hat, ne, wo die Strömungen so laufen, dass ich sage, wow, hier, das ist ein Platz für einen guten Zander. Den angel ich auch komplett aus und gebe dem sehr, sehr viel Zeit. Manchmal auch einen halben oder einen ganzen Angeltag. Und das war oft der Schlüssel für einen Kapitalen. Worin die Elbe sehr gefährlich ist, sind Großzander, also 90 plus. Meinen ersten 91er, den habe ich gefangen, da hatte ich noch Haare. Das ist wirklich, boah, sehr, sehr, sehr lange her. Und mein größter Zander generell, also mein Zander PB, der stammt auch aus der Elbe, aus der Mittelelbe in Sachsen-Anhalt, gar nicht weit weg von Magdeburg, und der hatte genau 1,2 Meter. Diese kapitalen Fische sind aber etwas seltener geworden in den letzten Jahren. Es kann da sein, dass da der Angeldruck gestiegen ist, dass die Angler besser geworden sind. Dass verschiedene Faktoren kann das haben. Die Dichte an diesen 90ern, wie wir sie noch vor 10, 15 Jahren hier gefangen haben, ist nicht mehr ganz so gut da. Aber immer noch schöne Zander, die man hier erwarten kann. Und der große kann trotzdem lauern. Also jedes Jahr habe ich ein oder zwei richtig gute Fische im kapitalen Maß am Start. 95er Zander beim Ansitz gefangen, also habt ihr ja gesehen. So ein Ding ist ja immer möglich und das macht auch so diese Magie an diesem Fluss ein bisschen auch aus. Auch wenn ich an vielen großen Flüssen schon Zander geangelt habe, am Rhein, an der Oder, an der Weser habe ich sogar schon geangelt, jetzt auch neulich mal an der Donau, am Main sogar schon. Und ist die Elbe immer so eine Art Heimatgefühl. Durch diese ganzen Jahre und die verschiedenen Abschnitte und diese Regelmäßigkeiten, in denen ich das mache, ich habe ganz viele verschiedene Zandergewässer, wo ich jetzt auch hinfahren könnte, um Zander zu fangen. Aber mich zieht es immer wieder an diesen Fluss, auch wenn er manchmal ein bisschen launisch ist. Ne? Auch wenn du manchmal Tage hast, wo du denkst, hier gibt es keine Fische mehr. Also ne? Man weiß aber, dass die sehr wetterfühlig sind hier. Ne? Und trotzdem zieht es mich immer wieder hierher, weil dieser Fluss so ein gewisses, ja, anglerisches Heimatgefühl in mir auslöst, obwohl ich ja gar nicht wohne. Deswegen ist die Elbe für mich meine anglerische DNA und damit nicht wegzudenken. Deswegen kann ich das nachempfinden, wenn jemand verrückt nach der Elbe ist, die Nadel im Arm hat, durch die Brennnesseln schlappt, Köder abreißt an einer neuen Buhne, die total kloppig ist im vorderen Bereich, ne? Und vielleicht gerade eine Wetterphase hat, wo sie nicht gut wollen und auch nicht mal einen Fisch fängt. Kann ich alles nachvollziehen, fühle ich komplett, geht mir genauso. Die Elbe ist kein Selbstläufer, aber sie gibt mir so viel. Und deswegen zieht es mich immer wieder hierher an diesen Strom. Und wer hier noch nicht geangelt hat, ne, und das immer abtut und sagt, ach Elbe, ja, gucke ich mir nicht an, ja, die Zander, das kann ja jeder, fahr zur Elbe, würde ich auch fangen. Mach mal, komm mal her, stell dich diesem Fluss und du wirst spüren, was ich hier die ganze Zeit erzähle, was ich meine und warum das hier so was Besonderes ist.